Dieser Smoothie hier sieht aus wie 532 andere Smoothies. Aber er ist doch ein bisschen was anderes. Da die Konkurrenz nicht schläft, wollen wir aus dem Smoothie eine fette Marke machen. Aber was ist die Rechtsgrundlage und was lässt sich eigentlich schützen? Das und mehr erfährst du jetzt. Marken waren schon immer ein Qualitätsindikator. Dank ihnen können Verwechslungen, Täuschungen oder Auseinandersetzungen reduziert werden. Um einheitliche Regelungen und Kriterien zu schaffen, wurde 1874 das sogenannte Reichsmarkenschutzgesetz entwickelt. Dies wurde ständig weiterentwickelt und heißt heute einfach Markengesetz. Daneben gibt es noch supranationale Regelungen, wie zum Beispiel die Markenrechtsrichtlinien der EU, durch die das Markenrecht der EU-Staaten einigermaßen angeglichen wurde. Aber was lässt sich jetzt eigentlich alles schützen? Es gibt verschiedene Markentypen, die du in § 3 des Markengesetzes nachlesen kannst. Erstens die Wortmarke. Hierzu zählen alle Zeichen, Produktnamen, Buchstaben oder auch Zahlenkombinationen. Zweitens die Bildmarke. Dazu zählen Abbildungen und Symbole. Drittens Formmarken. Hierunter fallen dreidimensionale Darstellungen und Formen. Viertens Hörmarken. Dazu zählen Hörzeichen bzw. Tastenkombinationen. Und dann gibt es noch fünftens die Duftmarken. Das können Farbkombinationen, bestimmte Oberflächengestaltungen oder auch Geschmacksausprägungen sein. Markenschutz gilt in diesen Fällen dann, wenn die Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden sind. Gemäß § 1 Markengesetz sind auch geografische Herkunftsangaben, die den Ursprung eines Produktes deutlich machen, schutzfähig. Beispiel: Schweizer Uhren lässt sich als Marke eintragen. Jeder, der in der Schweiz Uhren produziert, darf dann diese Bezeichnung für seine Produkte verwenden. Es gibt aber auch Fälle, in denen Herkunftsangaben nicht schutzfähig sind. Das gilt dann, wenn ein rechtzeitiger Schutz versäumt wurde und daher die ursprüngliche Bedeutung verloren gegangen ist. Im Markenrecht nennt man das Denaturierung. Gut, und wie entstehen eigentlich Marken? Nach § 4 Markengesetz gibt es drei Entstehungsmöglichkeiten. Erstens die Registrierung, also eine sogenannte Registermarke. Zweitens die Verkehrsgeltung, also eine sogenannte Benutzermarke. Und drittens die notorische Bekanntheit, also eine sogenannte Notoritätsmarke. Und die drei Entstehungsmöglichkeiten gehen wir jetzt mal durch. Du kannst deine Marke in Deutschland in das Markenregister eintragen lassen. Dies geschieht beim DPMA, also dem Deutschen Patent- und Markenamt. Wenn die Marke eingetragen wurde, entsteht ein Rechtsschutz. In diesem Fall sprechen wir von einer Registermarke. Es ist aber auch möglich, dass eine Marke auch vor der Eintragung durch Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr entstanden ist. In diesem Fall sprechen wir von einer Benutzermarke. Das funktioniert aber nicht einfach so. Wichtig ist, dass die Marke eine sogenannte Verkehrsgeltung erworben hat. Das heißt, in dem Kundenkreis oder Nutzerkreis oder ähnliches schon so bekannt ist, dass eine Verbindung zwischen Marke und Unternehmen hergestellt werden kann. Dies bedarf immer einer Einzelfallüberprüfung. Die dritte Möglichkeit ist der Schutz durch die sogenannte notorische Bekanntheit. Diese schützt Marken ähnlich wie die Benutzermarke, erfordert aber eine besonders hohe Verkehrsgeltung. Dafür muss eine Bekanntheit von deutlich über 50% vorliegen. Der nächste spannende Aspekt zu diesem Thema ist der Ablauf der Eintragung von Marken in Deutschland. Das sehen wir uns im nächsten Video genauer an. Einfach hier tippen und ein Abo dalassen. Also, bis bald, mach's gut und ciao.